Und bevor ich da Platz nehme, möchte ich Ihnen noch der Fairness halber sagen, was Sie vielleicht gar nicht gewusst hätten, weil es ja keine offiziellen Einladungen mit Ablaufplan oder so gegeben hat. Ich hätte gerne heute Abend in unseren Reihen in dieser Diskussionsrunde einen Vertreter der Polizei begrüßt. Bis heute Mittag schien das auch so, als ob das so werden würde. Aber Herr Kost, der erste stellvertretende Vorsitzende der Polizeigewerkschaft Sachsen-Anhalt, hat abgesagt. Ich lasse das so stehen, setze mich jetzt hier in die Mitte. Die Mikrofone können Sie sich unter den Nagel reißen, denn ich habe zu Ihren Gunsten dieses wunderschöne Teil hier angezogen. Ich habe kurz umgefragt in der Pause, von der ich nach wie vor froh bin, dass wir sie gemacht haben. Wie fanden Sie diesen Film? Ich habe Dessauerinnen und Dessauer gefragt, ich habe Zugereiste gefragt, junge Leute, ältere Leute. Und jetzt frage ich zunächst die Macher dieses Films, sagen wir mal den Drehbuchautor und den Regisseur. Wie ist der Stoff Uriallo, diese Geschichte, zu Ihnen, zum Norddeutschen Rundfunk gekommen? Das wissen hier im Raum wahrscheinlich die wenigsten. Einfach reinreden. Okay. Wirklich? Ja. Hört man mich? Ja. Ja. Es ist vor ziemlich genau zwei Jahren entstanden, durch einen Anruf von Christian Granderath, der in der ersten Reihe sitzt, dem Fernsehspielchef des NDR, der mit mir ein paar verschiedene Möglichkeiten für den Tatort durchdiskutiert hatte, dann Uriallo selber als ein Thema vorgeschlagen hat. Und weil ich von Anfang an, also seit 2005, den Fall verfolgt hatte und wusste auch, dass das eine Geschichte ist, die für mich über sich hinausreicht. Das reicht für mich sehr weit zurück, auch ins letzte Jahrhundert, weil ich finde, dass die sozusagen die Kolonialgeschichte in Deutschland überhaupt nicht verarbeitet ist und auch überhaupt nicht thematisiert ist. Und es reichte für mich bis in die Gegenwart, 10 Jahre später. Und was dann in den letzten 2 Jahren passiert ist, das war in dem Ausmaß dann doch nicht zu antizipieren. Aber das war vor 2 Jahren im Grunde der Kern für die Geschichte. Kurze Nachfrage, wie viel Zeit haben Sie denn mit dem Faktenstudium verbracht? Naja, wir haben, die Fakten sind ja sehr gut dokumentiert. So, ja. Und auch sehr, man muss sagen, eben auch gerade durch die Initiative hier in Dessau, die eben seit 10 Jahren diesen Kampf kämpft. So. Ohne diese Initiative hätten wir das gar nicht machen können. Wir sind ja sehr dankbar und haben dann quasi nicht nur deren Arbeit für uns nutzen können, sondern auch Pagonis Pagonakis vom WDR, der auch sozusagen in diese Arbeit irgendwie involviert war, also schon lange vor uns. Wir haben mit einem Polizeiprofessor in Hamburg gesprochen und hatten dadurch eine sehr gute Quellenlage, haben lange überlegt, ob wir nach Dessau gehen und quasi nochmal beide Seiten hören. Und da wir aber einerseits uns nicht instrumentalisieren wollten und gleichzeitig aber wussten, wir nehmen sehr, sehr viele Momente und Fakten aus dem Sterben von Uriallo, weil das kann man sich nicht ausdenken, so grausam wie das ist, aber wir erzählen nicht Uriallo an sich und wir wollen auch was erzählen, was über ihn hinausweist. So. Und insofern war das, also was die Fakten betrifft, ich habe natürlich viel recherchiert, war das für uns in der Hinsicht eine relativ dankbare Situation. Sie haben Regie geführt. Wie nah war Ihnen denn der Fall am Set? Waren Sie da durch und durch Profi und haben ein Team geführt oder war dieser Fall auch noch Ihnen nah? Also ich komme aus Leipzig, wohne in Leipzig, also deshalb nur um das kurz vorweg zu sagen, auch vor der Arbeit am Set war mir der Fall schon bekannt und war mir sehr nah, als dann die Anfrage kam, ob ich das machen will, musste ich erstmal ziemlich nachdenken, willst du das? Ich habe das dann für mich mit Ja beantwortet und mein ganzes Streben und die ganze Arbeit auch vom Team am Set war, auch wenn wir einen Film erzählen, der darüber hinausweist, wie Stefan das sagt, müssen wir trotzdem so genau wie möglich sein. Ich glaube, das sieht man auch an den Bildern oder dem Film, den wir gemacht haben. Und dadurch war natürlich der Fall, dem das Ganze zugrunde liegt, sehr nah. Also was weiß ich, so eine Szene zu drehen, wie wenn die beiden Polizisten in diese
verrauchten Kellergewölbe darunter kommen, wo dann auch einer sich übergibt und so weiter. So dieser Blick dort rein, so, das waren schon, das war schon hart, oder die Leiche dort zu filmen und so weiter. So, das waren schon keine einfachen Dreharbeiten. Hm. Moktaba, Uriallo war Ihr Freund. Ich denke, wir verstehen. Hallo? Hallo? Ja? Hören Sie ja? mich? Ja. Okay. Dieser Film ist ein Spielfilm, ist keine Dokumentation. Eine solche gibt es ja schon. Ist das ein, bei aller Auseinandersetzung, ist das eine würdige Auseinandersetzung in Ihren Augen mit diesem tragischen Stoff von 2005? Ja, ich muss Sie jetzt mal korrigieren. Ich komme aus Dessau. Ich bin nicht aus irgendwo hierher gefahren. Ich bin von hier. Ach so, hergelaufen. Ich bin nicht nochmal eine Straße bis hierher. Ich dachte, gefahren. Sie sind aus Berlin gekommen. Okay. Umso besser. Ja, als ich dieser Film erstmal in Berlin angeschaut habe, ich habe fast die Tränen in die Augen gehabt. Wirklich, ist. Wir haben das natürlich am Anfang, als wir das erfahren haben oder erfuhrt haben, dass Uriallo in diese Polizeizelle ums Leben gekommen, haben wir uns erstmal nachgefragt, wie geht denn das? Weil ein Tag vorher, wir waren alle zusammen in dieser Telecafé. An dem Abend hätten wir eigentlich mit denen zusammen in diese Diskothek gegangen. Aber leider als Gottes habe ich sehr lange gearbeitet, das konnte ich nicht gehen. Und morgen früh erfahren wir, dass einer Flüchtlinge aus Roßlau in einer Polizeizelle ums Leben gekommen. Daher erstmal, ja, vor dem Tod von Uriallo, wir wussten alle, wie der Polizeibeamten hier gegen schwarzen Leuten reagiert haben. Da sind so mehrere Leute, die zusammengeschlagen worden sind in dieser Polizeirevier, die zu mir in dem Laden gekommen sind, die sie beschwert haben. Ich bat denjenige wie zum Beispiel Noah und Gabi, die dort misshandelt wurden, Anwälten zu beauftragen oder zu nehmen. Da waren wir erstmal sehr komisch. Die Anwälten haben gesagt, wir können sowieso gegen die Polizeibeamten nicht machen. Verstehen Sie? Und danach kam dieser Tod von Uriallo und wir wollten eine Aufklärung haben. Der Staatsanwaltschaft von Dessau, er hatte uns so eine dicke Mauer vor uns gestellt. Wir wollten diese Röntgenbilder zum Beispiel, zu schauen, ob Uriallo keine Verletzung in den Knochen hatte. Er hat das beneint. Letztendlich haben wir diese Leichname bekommen, haben wir nach Frankfurt geschickt. Dort haben sie rausgekriegt, auf unsere Kosten, dass Uriallo Nasenbeinbruch hatte und Verletzungen auch in den Ohren hatten. Ab dem haben wir gesagt, wir haben mit einer Institution Rassismus jetzt zu tun, in Dessau hier. Das muss man brechen. Und wenn ich heute hier setze und leider Gottes, ist keiner von meinen Kollegen, die damals dieser Kampf zusammen angefangen haben, da sitzt heute keiner hier außer Icke. Nochmal meine Frage, was hat dieser Film heute in Ihnen bewirkt? Okay, Sie haben mir vorhin auch gesagt, dass Sie Teile davon schon bei der ersten Preview in Berlin gesehen haben, heute nun den ganzen Film. Was hat es in Ihnen bewirkt, hervorgerufen, als Sie den Film jetzt gesehen haben? Nicht viel, wenn ich Sie mal ehrlich bin, nicht viel, weil wir wussten das schon, wie das alles hier funktioniert. Wir haben fast 8 Jahre lang dieser Prozess in Magdeburg und Dessau verfolgt. Viele haben wir rausgekriegt zum Beispiel, ne, dass Uriallo dieser Feuerzeug nicht haben konnte in dieser Polizei. Er konnte dieser Feuerzeug überhaupt nicht in seiner Hand gehabt haben. Daher, dass er kein DNA auf dieser Feuerzeug war. Dass dieser Feuerzeug keinen Kontakt auf dieser Matratze hatten.
Das sagt auch seine Mama, die auch dieser Prozess in Magdeburg verfolgt hat. Sie sagt, was ist das für ein Gericht? Mein Sohn wird immer dort als Täter hingestellt. Die sagen, dass er sich selbst angesündigt hat. Aber wenn er kein Feuerzeug hatte, wenn er dieser Feuerzeug nicht in der Polizei, in der Zelle drin gab, was verhandeln wir nochmal wieder hier? Dieser Film ist ja, wie ich vorhin schon gesagt habe und wie auch dem Pressematerial zu entnehmen, ist keine Dokumentation, die hat es ja schon gegeben. Es ist ein Tatort, der auch ein Ende hat. Ein Tatort, also eine Lösung des Falls anbietet. Ein Tatort, der für mich sich vor allem mit dem Rassismus in der Polizei auseinandersetzt. Nun deutete sich vielleicht noch nicht alles das an, was wir heute erleben, die Flüchtlingsströme, die nach Deutschland kommen. Aber Uriallo war quasi schon ein Vorbote dessen. Wir müssen uns heute mit ganz anderen Dingen auseinandersetzen. Die Polizei ist aber keine andere geworden, Frau Möbeck. Wie funktioniert das so in diesen Tagen mit, oder anders gefragt, ich hätte diese Frage gerne Herrn Kost gestellt, gibt es diesen Alltagsrassismus, wie geht er mit diesem schwarzen Peter des Tatorts um? Jetzt müssen Sie damit leben, dass ich Ihnen die Frage mal stelle, wie in der Integrationsarbeit des Landes Sachsen-Anhalt, welche Rolle die Polizei da jetzt spielt? Wie arbeiten Sie zusammen? Ja. Also erstmal sehe ich das auch so wie Sie, dass der Film vor allem, dass es in dem Film vor allem um den Alltagsrassismus in der Polizei geht. Und ich finde auch, dass da viele Szenen auch wirklich sehr, sehr dicht sind. Schon angefangen bei der Ausgangsszene, der Festnahme sozusagen Situation, wo eben auch wirklich, wo ja diese Macht- und Unmachtsituation und die Stereotype, die auch prägend, die handlungsprägend sein können, eine große Rolle spielen. Und ich möchte insofern zunächst mal kurz was zu dem Film aus meiner Sicht sagen. Das heißt, wir stellen ja fest, dass da Stereotype, die ganz fest sitzen, handlungs- oder wahrnehmungssteuernd sind und aber auch sozusagen die ganz konkrete Polizeiarbeitssituation ihren Beitrag dazu leistet, wenn dann, also Überforderungssituationen und all diese Geschichten, die eine Rolle spielen, die letztendlich dazu führen, dass Leute dann andere Menschen so wahrnehmen und so behandeln, wie das hier dargestellt wird, was ja was keine reine Fiktion ist. Ich glaube, darüber sind wir uns schon im Klaren. Nach dem Tod von Uriallo, denke ich, ist sehr viel darüber gesprochen worden, was muss sich eigentlich auch bei der Polizei ändern, um genau diese an dieser Situation sowas zu verändern. Was mir in dem Film heute nochmal aufgefallen ist, dass vieles von dem, was wir da diskutiert haben in den letzten Jahren, eigentlich auch vielleicht viel zu kurz greift, weil ich sag mal, interkulturelle Fortbildungsmaßnahmen sind vielleicht doch zu kurz gegriffen, um solchen tiefgreifenden Stereotypen entgegenzutreten. Also würde ich erstmal, nehme ich erstmal nochmal aus dem Film mit, dass da, glaube ich, mehr passieren muss als ein drauf gesatteltes Fortbildungsprogramm. Ja. Und damit bin ich dann auch bei der Frage sozusagen der aktuellen Situation, die ich glaube, dass Überforderungsempfinden zum Beispiel auch im Moment in der Polizeiarbeit in diesem Kontext eine große Rolle spielt und dass da dann Stereotype, die da sind, auch die Gefahr besteht, dass sie dann sozusagen auch das Handeln prägen, wenn solche ganz massiven Stress- und Überforderungssituationen stattfinden. Unabhängig davon glaube ich schon, dass in den Führungsmechanismen und in der Reflexion aus der Polizeiführung her in den letzten Jahren hier viel passiert ist und dass da auch regelmäßige Mechanismen eingebaut sind, die ändern aber natürlich nicht, also nichts daran, dass es diese Situation immer wieder geben kann.
Herr Kolditz, Sie haben in einem Gespräch gesagt, wer sich in diesen Tatortfall sinngemäß rein vertieft, wer sich auf diese Geschichte einlässt, wird darin entdecken, ich verstehe Sie so, nicht nur wenn er Polizist ist, dass die Geschichte sehr viel mit einem selbst auch zu tun hat. Können Sie uns das vielleicht nochmal erklären? Ja, ich glaube, dass ich kann nachher auch ein bisschen was zur Polizei noch sagen, wie ich die sehe in dem Film, aber generell glaube ich, dass die große Gefahr ist, dass man jetzt, ob diesen Fall jetzt mit Uri Jalloh oder andere Fälle oder jetzt auch diesen Tatort, der hoffentlich eine bestimmte Wirkung erzielen wird, dass es relativ leicht ist, quasi das sozusagen auf ein paar Polizisten zu projizieren, die von der Rolle gelassen sind oder die nicht in der Lage sind, mit Stresssituationen umzugehen und dann sich sozusagen als Entlastung selber wohlzufühlen. So. Und ich glaube aber, deswegen meine ich auch, dass die Geschichte über Uri Jalloh hinausgeht, für mich zumindest. Ich meine, dass die Fragen, die sie stellen in dem Film und die hoffentlich auch Zuschauer dann an sich ranlassen, eigentlich der Rassismus in uns allen ist. Und ich misstraue jedem, der von vornherein glaubt zu sagen oder sagen zu können, also Rassismus hat mit mir, mit meinem Bildungs- und sozialen Status und überhaupt nichts zu tun. Wie der Polizist, der Kaminski in dem Film, der relativ überzeugend ist und sagt, also ich bin doch kein Rassist und ein paar Witze, die sind noch nicht schlimm so. Ja? Und wo ist die Grenze? Ja? Also was ist überhaupt Rassismus? Wann fängt Rassismus an? So, ja? Jetzt ist es sozusagen der Gegensender. Vor 3 Wochen kam im ZDF am Sonntagabend ein Film, der in Afrika spielte, Anna und der Buschpilot. So. Und wenn du dir das mit anderen Augen ansiehst, dann hast du das Gefühl, da sind also ganz viele Schwarze, die sehen aus, als ob sie gerade von der Karl-May-Bühne irgendwie runtergekommen sind. So. Und dann werden alle Stereotypen durchdekliniert und alle haben das Gefühl, dass sie ja etwas für Völkerverständigung getan haben. Und im Grunde ist der Film eigentlich zutiefst rassistisch. Aber nicht an der Oberfläche, sondern drunter. Also wo fängt Rassismus eigentlich an? Und wer von uns ist davor gefeit? So. Ich würde gerne auch der Fairness halber Ihnen, Sie haben mitgespielt in dem Film, die Frage stellen, war das für Sie eine besondere Arbeit als Schauspieler oder war das ein Job, wie Sie ihn öfter angeboten bekommen? Wie haben Sie diesen Film, die Dreharbeiten erlebt? Hat die Geschichte auch mit Ihnen vielleicht etwas gemacht? Ja auch als Schauspieler, das war so nicht einfach, aber das hat Spaß gemacht. Das auch zu zeigen, wie das System ist hier, die Polizeisystem ist hier in Deutschland, weil ich hatte auch nicht so gedacht, das kann hier in Deutschland passieren oder hier in Europa sowas passieren, weil das hat viele passiert bei uns in Afrika, Südafrika, das okay, das passiert, man ist im Gefängnis und sie sagen, er ist nur gestorben, weißt du, im Dusch, er hat nur untergefallen und ist tot. Und das kann auch hier passieren. Oder ich hatte gedacht, okay, oh, vielleicht das kann schon passiert bei diesem Zweiten Weltkrieg, dass ja die Deutschen haben so viele Leute verbrannt und aber. Also das war das, was. Ja, das von mir das war so, ja, genau. Ja. Ich bitte auch herzlich darum, wenn Sie eine Meinung haben zu diesem Tatort, ist er eine angemessene Auseinandersetzung mit dem Thema, sagen Sie es uns, ich weiß jetzt nicht, ob das Mikrofon da vorne funktioniert, ich bin mir aber ziemlich sicher, dass dieser Saal hier im Bauhaus auch hergibt, dass wir einander verstehen, wenn Sie ein bisschen lauter sprechen. Ich versuche genau hinzugucken, das ist mein Job, die Scheinwerfer machen das nicht so ganz einfach. Warum haben Sie denn den Tatort nicht nach Dessau-Roßlau verlegt? Warum in eine x-beliebige Kleinstadt in Niedersachsen? Ja, das hängt natürlich erstmal mit der ARD-Senderstruktur zusammen. Die Kommissare sind nun mal da, wo sie da sind. In dem Fall eben nicht im Osten Deutschlands, sondern in Niedersachsen. Ist das richtig? Also, ja. Naja, der NDR ist eine Mehrländeranstalt. Ihr seid aus Niedersachsen? Das wusste ich ja gar nicht. Und das Zweite ist, worüber ich sehr froh bin eigentlich, dass wir haben überlegt, finden wir einen Trick,
dass dann Falke und die Lorenz, die ja sowieso so ein bisschen freischwingend sind, ob die doch hier in den Osten gehen. Ich bin sehr froh, dass das nicht passiert ist. Jetzt auch natürlich, als das jetzt mit Heidenau und den ganzen Dingen hochkommt, wo dann plötzlich so über Statistik versucht wird, zu erklären, dass ja überall also jetzt fürchterliche Dinge passieren, aber es werden also zwei Schwarze vom Dach runtergeworfen, die sind beide tot, aber in dem einen Haus sind nur 3 Stockwerke und in dem anderen sind 10 Stockwerke und im 10-stockwerkigen Haus ist es statistisch gesehen ja so, dass da weniger Rassisten dann sind. So, ja. Das ist eine absurde Diskussion und die dient für mich auch nur dazu, also im Grunde bestimmte Dinge zu entlasten und uns besser zu fühlen, und ich glaube, man muss das Problem auch wirklich quasi dann als Gesamtproblem annehmen und nicht versuchen zu marginalisieren. Bei all den Erklärungen, die man dann auch liefern kann, also offensichtlich sind wir Ostdeutsche nur autoritär erzogen worden und keine Ahnung was, aber das hilft mir nicht weiter, und deswegen bin ich sehr froh, dass wir den Weg eben nicht nach Dessau oder woanders gewählt haben, sondern dass es in Salzgitter stattgefunden hat. Da kann Thomas zu der Wahl dann sicher viel, viel besser erzählen als ich. Eine Stadt, die ja auch vor großen Problemen steht, wie man ja auch sieht, und das hat er ja wunderbar eingefangen auch so. Ich frage trotzdem mal noch, wenn ich das richtig in Erfahrung gebracht habe, hatten Sie ja die Idee quasi und sind dann zueinander gekommen mit Drehbuchautor und Regisseur. Sie hätten ja vielleicht auch die Idee dem MDR andienen können und das Ganze dann mit anderen Kommissaren in Mitteldeutschland drehen können. Jetzt, wo Sie es sagen. Also jetzt, wo ich es sage, ja. Völlige Fehlentscheidung. Das ist halt der Punkt. Die sind nicht auf die Idee gekommen. Das muss man auch ganz klar sagen. So, Der NDR, die Idee ist von Christian Grandrath gekommen. Ja. Das war der NDR. Christian ist bekannt dafür, dass er sehr bereit ist, sehr schwierige Stoffe anzugehen. Der Stoff ist jetzt auch, glaube ich, in dem Tatort-Rahmen und auch in dem, was wir und vor allem dann auch Thomas hier gemacht hat, in meinen Augen sehr ungewöhnlicher Tatort, da gehörte was dazu, sich den anzusehen. Am Ende gibt es keine, ist die Welt nicht heil, es laufen auch nicht zwei Großschauspieler die ganze Zeit Witze reißen durch die Gegend so, und man fühlt sich wohl, der Tatort verlangt einem was ab, das ist von Christian als Idee gekommen, und dahinter steht ja dann quasi auch ein Sender, und ich bin sehr froh, dass das zustande, also ich bin auch sehr froh, dass ich eben Man fällt ja dann eine Entscheidung und man weiß auch warum, aber erst wenn der Film fertig ist, weiß man, ob das eine gute Entscheidung gewesen ist oder nicht. So, ja. Und in dem Fall bin ich eben sehr froh, dass ich darauf dann reagiert habe. Sie waren am Set offensichtlich ein sehr kreatives und eingeschworenes Team. Haben Sie irgendwann mal mit dem Gedanken gespielt, dem Ganzen vielleicht ein, ich sage jetzt mal, offenes Ende zu geben und dann so dicht an der Story dran zu bleiben oder an dem Fall dran zu bleiben, wie wir ihn hier in Dessau-Roßlau erlebt haben? Ich muss sagen, soweit es jetzt Gerichte entschieden haben. Also ich finde von meiner Perspektive aus ist das für einen Tatort, ist das schon ein ziemlich offenes Ende. Ich glaube, für Sender Fragen sogar fast zu offen. Also es ist ein ziemlich offenes Ende, wo ja jetzt nicht am Ende ein Schuldiger, einer entzieht sich durch Selbstmord, der andere wird ja auch nicht abgeführt. So. Also da ist ja nicht gerade, dass da Gerechtigkeit waltet. So. Dann hört man noch den Wotan, wie er irgendwie sagt, den kriege ich noch. Das ist so ein kleines Zugeständnis. Ansonsten haben wir ein ziemlich offenes Ende, was Provozierendes, was ich gut finde. Neben allen Diskussionen, wo sollte der Tatort angesiedelt werden, kommt man dann, glaube ich, auch sehr schnell zu der Frage, was kann ein Tatort, was soll ein Tatort, was kann ein Spielfilm, der angelehnt ist, inspiriert ist von einer wahren, brutalen, ja, unvergleichlichen Tat oder Geschichte. Ich finde, da will man dann auch zu viel. Das ist Aufgabe der Dokumentation, sogar da. Was kann ein Spielfilm sozusagen, so dass er nicht das, was geschehen ist, schon wieder marginalisiert, dadurch, dass es Schauspieler sind, dadurch, dass das ja alles nicht echt ist, dadurch, dass das nur gespielt ist. Ne? Da tappt man, glaube ich, ganz schnell in eine Falle, eben gerade dann dem wahren Fall und seinen Grausamkeiten eben überhaupt nicht gerecht zu werden, sondern sie zu banalisieren. Lassen Sie uns kurz über Salzgitter reden. Warum Salzgitter? Ich glaube, damit das Erklärungsmuster, ach Dessau, ach Sachsen-Anhalt oder ach der Osten, das ist das oder das ist der Ort,
wo Fremdenfeindlichkeit ist, das ist der Ort, wo Flüchtlinge in der Zelle verbrannt werden, dass das schon mal ein bisschen ausgehebelt wird, dieses ganz einfache Erklärungsmuster. Ich glaube, dass es bestimmte Dispositionen gibt, warum Pegida in Leipzig oder in Dresden stattfindet. Aber das reicht bei weitem nicht aus, um das ganze Ausmaß von Rassismus zu erklären. Und ich will nur noch mal eine Sache sagen, dass wir uns auch immer nicht in so eine Blase diskutieren. Wo der wahre Fall, über den wir hier reden, der zu diesem Spielfilm inspiriert hat, das ist nicht latenter Rassismus, das ist auch nicht irgendwie Stressbewältigung oder wir müssen, ich weiß nicht, was auch immer für Programme aufsetzen, das ist offener Rassismus, das ist Mord, das ist ein Verbrechen sozusagen, und es ist bis heute nicht gesühnt. Und darüber muss man reden sozusagen. Das passiert oder ist passiert in der Mitte dieser Gesellschaft sozusagen. So, und dann müssen wir nur aufpassen, finde ich immer, dass man da nicht so leicht dann in Begriffe oder hier oder was ist geschehen und so weiter driftet, sondern nochmal, das finde ich nochmal wichtig, irgendwie ganz klar anzusprechen. Das ist nicht latent oder unter der Oberfläche. Das ist Rassismus und das Verbrechen, was da geschehen ist. Ich habe von einigen Leuten in der Pause gehört, das, was Sie eben sagten, man muss diesen Film aushalten. Vielleicht jemand von Ihnen, der mal beschreiben möchte, welches Gefühl er mit diesem Film und am Ende dieses Films jetzt hat. Vielleicht auch, ob das der Tatortstoff ist, den man sich 20.15 Uhr am Sonntagabend anschaut. Bitteschön. Versuchen wir es mal so. Achso, schöne Grüße nach Potsdam, auch eine schöne Stadt. Ja.
nochmal, ich möchte Sie ausdrücklich ermuntern, Ihre Meinung zu diesem Film zu sagen. Zu Hause hätten wir jetzt entweder Günther Jauch geguckt, Flasche Rotwein aufgemacht oder gar nicht geredet. Bitteschön. Dankeschön. Sind Sie Dessauer, frage ich mal. Ja, ich bin Dessauer. Manchmal denkt man leider, weil ich mich für Dessau schäme, dass sowas hier passieren konnte. Und auch für Sachsen-Anhalt schäme und für Deutschland, dass das nicht nur passiert ist, sondern dass es nach wie vor unaufgeklärt ist und dass es bei Lidl ein Controlling gibt, bei dem Taten über 1 Euro aufgeklärt werden, aber in der sensibelsten Institution, die ausnahmsweise das Recht und das Privileg hat, Gewalt auszuüben, nämlich die Polizei, Dinge, die selbst in einem Altenheim streng geregelt sind, wo jede Fixierung dokumentiert werden muss und vorher durch einen Richter abgeklärt werden muss, dass in so einer Situation was passiert, was später weder aufgeklärt wird, noch wird ein Verantwortungsbereich, der zur Folge hat, dass Menschen, die das mit zu verantworten haben, entweder durch Tatvorsatz oder auch ohne Tatvorsatz, nicht zur Rechenschaft gezogen werden kann und dass das jederzeit wieder passieren kann. Das schnürt mir den Hals ab, dass sowas in der Bundesrepublik möglich ist. Dankeschön für Ihre Wortmeldung. Nun mag ja jeder irgendwie andere Gefühle hegen, wenn er sich einen Film anschaut im Kino, im Fernsehen. Und vielleicht eben auch, weil er nicht die Gelegenheit hat, hinterher in einer solchen Runde zu reden, entwickelt er ein ganz spezielles Gefühl. Wie wäre es denn mit, bisschen groß jetzt, stolz darauf, dass wir immerhin in der Lage sind, Filmemacher hervorzubringen, die Sonntagabend und auch Programmentscheider, die Sonntagabend so etwas 20.15 Uhr zur besten Sendezeit, da wo die Quotenbringer laufen, der Tatort, dann auf den Bildschirm bringen. Ich finde, ist das nicht auch schon ein Stück Aufarbeitung? Bogdaba, frage ich jetzt mal, ist das ein Stück Aufarbeitung bei aller Tragik des Ganzen, so wie wir sie heute noch empfinden? Ist das würdige Aufarbeitung? Ja, natürlich ist es eine große Aufarbeitung. Wissen Sie, als wir das erfuhr, dass Tatort dieser Film gemacht haben, haben Sie da sofort gedacht, toll, oder? Ja, wir haben gesagt, das ist sehr gut, obwohl, dass wir nicht erst mal wussten, was da rauskommen würde. Es konnte auch anders rumgehen. Und wir haben uns jeden Donnerstag in Berlin uns getroffen, die Initiative. Und da war eine große Frage, wie wäre es dieser Tatort sein? Wussten wir nicht. Das waren wir einfach sprachlos. Aber da hier, dass wir schon an uns selbst geglaubt haben, dass dieser Fall von Woody Allen eine klare Sache ist, haben wir gesagt, können wir uns wirklich nicht vorstellen, dass man jetzt gegen den Woody Allen dahinstellen wird. Frau Möbig, was haben Sie gedacht, als Sie hörten, der Fall Woody Allen wird ein Tatort? Also ich denke, dass es in der Tat auch eine Möglichkeit ist, der Aufarbeitung, zumal ich mir über die rechtliche Aufarbeitung jetzt keine Illusionen mehr mache, was sozusagen, dass wir aus der rechtlichen Aufarbeitung noch Aufklärung erfahren. Insofern gehe ich davon aus, dass es in der Tat erforderlich ist, sich auch in solchem Format auseinanderzusetzen. Und hier ist ja mit sehr großer Genauigkeit auch gearbeitet worden. Und
insofern eine fiktive, aber auf den Fakten sozusagen des Tathergangs, dem rekonstruierten Hergang beruhende fiktive Variante gewählt worden, die, glaube ich, sehr wohl ermöglicht, sich sozusagen mit den mit möglichen Hintergründen auseinanderzusetzen. Und deswegen habe ich auf das Thema Alltagsrassismus abgestellt. Natürlich haben Sie recht, dass das, was hier im Film dargestellt ist als Tat und das, was der Tod von Uriallo ausmacht, dass das also kein Alltagsrassismus ist. Aber das, womit wir uns hier auseinandersetzen, ist ja die Frage struktureller Rassismus in Institutionen. Kann der sozusagen Basis dafür sein, dass so etwas passieren kann? Aber auch kann der Basis dafür sein, dass andere Formen von Diskriminierung, von Gewalt, von Ungleichbehandlung passieren. Das war ja, der Film geht ja nicht nur um den Tod, sondern auch um das Bild von Migranten und daraus folgende Handlungen. Also in diesem Sinne war das gemeint. Also ich denke, das ist jedenfalls das, was ich aus dem Film mitnehme. Wie können wir an diesen Strukturen weiterarbeiten, was dann letztendlich auch bedeutet, Strukturen aufzubauen, die verhindern, dass so etwas passieren könnte. Ja, also das ist ja doch, müsste ja doch das Ziel sein. Und es hat ja auch nach dem Tod von Uriallo ist ja nicht so gewesen, dass es jetzt auch im Polizeialltag keine Veränderungen gegeben hat. Auch sozusagen angefangen von Gewahrsamsordnung bis zu Maßnahmen sozusagen der Qualifizierung, Schulung und so weiter. Da sind ja viele Sachen angestoßen worden. Ob die jetzt ausreichen, da sind wir uns wahrscheinlich schnell einig, dass das nicht der Fall ist. Aber ich glaube schon, dass das wäre, was für mich Aufarbeitung ausmacht, dass wir daraus Konsequenzen ziehen. Nur die entscheidende Frage, die wir uns doch, wenn wir darüber sprechen, stellen müssen, ganz simpel: Glauben Sie, dass es in Dessau wieder passieren kann? Oder ist genug getan? Ist das ein Einzelfall hier oder passiert es wieder? Ist es ein Einzelfall in Deutschland oder passiert es wieder? An welchem Punkt stehen wir? Wollen wir mal konkreter werden. Ich glaube, das ist eine Frage, die wahrscheinlich Sie jetzt schwer beantworten können. Aber bitte? Ja. Sofort. Wenn wir von strukturellem Rassismus in Institutionen sprechen, dann glaube ich, dass wir damit immer wieder und nicht nur in Dessau, sondern überall konfrontiert sind. Und dass es eben auch bestimmte Situationen gibt, in denen das eine verschärfte Rolle spielt. Deswegen hat Frau Hose ja auch auf die aktuelle Situation abgestellt. Ob das, was Sie im Film darstellen, wieder passieren könnte oder passiert ist, das muss ja auch ein Stück weit offen bleiben. Ja. Naja, aber die Frage ist ja offensichtlich, kann so etwas wie der Tod Uriallos in einer Gewahrsamszelle nicht nur 10 Jahre später, sondern auch in naher Zukunft irgendwo, in Dessau oder anderswo, wieder passieren? Wo stehen wir da jetzt? Das ist ja auch nicht singulär. Es hat auch den Tod von anderen Menschen im Polizeigewahrsam gegeben. Also ja. So gesehen kann das sehr wohl wieder passieren. Ich habe mich jetzt nur so reagiert, weil Sie gesagt haben, kann das in Dessau wieder passieren. Und ich meine, dass da wir mit einem strukturellen Problem hier zu tun haben, kann sowas in bestimmten Situationen nicht nur in Dessau, sondern überall passieren. Und es geht darum, möglichst viele Sicherungsmechanismen, Hürden in jeder Hinsicht einzubauen, dass es eben nicht passiert. So. Patrick vom Multikulturellen Zentrum hat mit mir ein Auge drauf, wer jetzt dran ist, und hat das Mikrofon an Sie weitergegeben. Ja, herzlich willkommen. Hallo, ich bin nicht aus Dessau, ich bin aus Jena, von der Initiative auch. Und ich muss mal zu Frau Möbeck sagen, unabhängig davon, was Sie ja so vage angesprochen haben, was möglicherweise an Maßnahmen getroffen worden sein soll, um das zu verhindern. Wenn der Rechtsstaat nicht funktioniert, was ist denn dann? Also
Verstehen Sie? Der Fall passiert, Sie sitzen hier und sagen, Sie haben das aufgegeben, eine Aufklärung zu denken. Die Staatsanwaltschaft ist sozusagen die zuständige Staatsanwaltschaft, die es nicht macht. Die haben vor 2 Jahren das Brandgutachten gesehen, haben gesagt, oh, das ist ja neu, das ist ja erschreckend, das ist ja schlimm. Da besteht ja Aufklärungsbedarf. Jetzt sind 2 Jahre später. Was ist denn passiert? Nichts. Und Sie sitzen hier und sagen, ja, Sie glauben auch nicht mehr dran, dass sowas passiert. Wenn diese Hoffnung aufgegeben wird oder dieser Anspruch, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass das immer so weitergeht. Und nicht nur bei der Polizei. Ja, hallo, ich bin auch ich bin aus Dessau. Nun, als dieser Fall passiert ist, war ich jetzt noch sehr jung, habe das also jetzt nicht so miterlebt zu dem Zeitpunkt. Ich habe das erst danach mitgekriegt, also auch bewusst miterlebt dann. Ich denke, nochmal zu der ursprünglichen Frage, ob das hier wieder passieren kann. Es ist brandgefährlich, meiner Meinung nach, allgemein im Umgang mit Rassismus, mit Fremdenhass, Dinge abzustempeln, nachdem sie passiert sind, mit der Begründung, okay, jetzt haben wir alle was daraus gelernt, kann nicht wieder passieren. Also genau dasselbe wie mit Geschichte. Wenn man Geschichte irgendwann mal ignoriert, denkt man irgendwann nicht mehr dran, macht man es wieder. Da wundert man sich, ist ja wieder passiert. Sicher, meine persönliche Meinung dazu, die Wahrscheinlichkeit, dass das hier so schnell wieder passiert, zumindest hier im Raum Dessau, ist, denke ich, geringer geworden. Ich persönlich würde das aber jetzt nicht als Anspruch nehmen, zu sagen, wir sprechen jetzt hier von einer Unmöglichkeit, dass das passiert. Also, wenn man nicht mehr darauf achtet, wenn man nicht mehr die Augen offen hält, wenn man nicht selber sagt, halt, stopp, hier ist die Grenze auch jetzt im Alltagsrassismus, dann wird das wieder passieren. Sei es hier, sei es anderswo, es muss auch nicht in dieser Form sein. Und ja, es ist eben auch, was mir persönlich eben auch dabei wichtig ist, dass man immer davon ausgeht, dass dieser Fall wirklich auch meiner Meinung nach ein Extrem war. Also es besteht Aufklärungsbedarf weiterhin, aber es ist eben auch ein Fakt, dass die Fronten absolut verhärtet sind. Und ich denke, wenn die eine Seite immer nur, wie jetzt hier, ich habe das so ein bisschen so wahrgenommen, wenn man auf der einen Seite sagt, so, Staatsanwaltschaft ist jetzt schuld, ich denke, das ist nicht zielführend. Man muss auch insgesamt, denke ich, noch viel mehr von beiden Seiten den Dialog suchen. Ohne Dialog funktioniert da gar nichts. Das ist meine Meinung. Schuld in die Schuhe schieben, einfach so pauschal. Da ist jetzt ganz offenbar die gesamte Institution korrupt. Das gefällt mir irgendwie nicht, mein Gefühl. Denn es kann nicht sein, Polizeidienststelle, dass da was falsch läuft, haben wir im Film ganz gut gesehen, wie das funktioniert, wie da eine Dynamik ist, aber dass dann irgendwie ein ganzes Gericht und die ganze Staatsanwaltschaft und am besten noch alle anderen korrupt sind, das kommt mir komisch vor. Also ich glaube, wir sind uns einig, zwei sehr lange währende Strafverfahren sind Geschichte. Da können wir jetzt in dieser Runde sowieso, glaube ich, in der Diskussion keinen Schritt weiter kommen. Und wer ist jetzt dran? Wer hat das Mikrofon? Ja, genau, Sie hatten sich gemeldet. Ach so, wird mitgeschnitten. Jetzt werde ich auch noch mitgeschnitten, oh wei. Hartmut Neuhaus aus Dessau, erstmal großes Lob, dass Sie den Mut hatten, das Thema anzupacken. Ganz konkrete Nachfrage nochmal, im Vorfeld als Drehbuchautor, gab es überhaupt eine Kooperation mit der Polizei? Ich meine, das ist ja auch eine Form der Aufarbeitung. Wäre es gewesen, wenn Polizei kooperativ gewesen wäre? Und zweitens, jetzt im Nachhinein, wie ist denn da die Reaktion der Polizei? Also ich meine, das wird, ist sicherlich auch nochmal eine spannende Frage. Wie reagiert Polizei generell auf diesen Film? Ne? Danke. Was ich vorhin schon gesagt habe, wir haben lange überlegt mit der Redaktion und dem Produzenten, gehen wir quasi jetzt vor Ort, diskutieren wir hier, versuchen wir alle Seiten zu hören, werden wir eventuell dann sozusagen instrumentalisiert. Es war klar, dass wir jetzt nicht Uri Jallo 1:1 machen, dass das also aus meiner Sicht jetzt zu dem Zeitpunkt auch nicht so notwendig war. Was wir gemacht haben, das hat mir auch sehr geholfen, ist, wir haben
eine sehr lange Analyse gehabt mit einem Polizisten, der früher selber aktiver Polizist war und jetzt Professor ist, der sozusagen beide Seiten der Polizei kennt in Hamburg, der uns auch betreut hat, der jetzt auch letzte Woche Montag, da war ein Vertreter der Polizeigewerkschaft, ich glaube sehr Vizepräsident in Berlin da, hat sich der Diskussion gestellt. Und der Professor Bär war auch da und er hat uns auch nochmal erklärt, wie sozusagen die Strukturen bei Polizisten funktionieren. Und ich muss auch sagen, vielleicht sage ich jetzt was, was Ihnen nicht gefällt, aber es ist natürlich jetzt relativ leicht, wir sind wahrscheinlich zu einem hohen Prozentsatz jetzt aller derselben Meinung. Die Rassisten sind woanders, es sind viele Polizisten oder so, man kommt in so eine Wohlfühl, also es ist alles schrecklich, aber man fühlt sich so wohl, weil man ist ja auf der richtigen Seite so, ja. Und ich dachte auch immer, es gibt einen Chorgeist, was man das kannte, Professor, sehr kluger Mann, Bär hat uns erklärt, es gibt keinen Chorgeist mehr, aber es gibt einen Code of Silence. So. Das heißt, Polizisten, selbst wenn sie halten quasi zusammen, das sehen wir ja auch in dem Film, sie halten nicht unbedingt da zusammen, weil sie alle einer Meinung sind, wenn etwas schief läuft, so. Im Gegenteil, aber sie müssen im Grunde eigentlich zusammenhalten, weil sie ja am nächsten Tag wieder mit den Kollegen rausgehen, in gefährliche Situationen kommen und sich darauf verlassen müssen, was der Kollege irgendwie in dem Rücken tut. Das heißt, es ist ein ganz, das ist nur eine Ansatzweise, ein ganz komplexer Vorgang, der da passiert. Und das Interessante ist auch, dass Frauen, wie auch in Dessau und auch in unserem Film, Frauen die ersten und oft die einzigen sind, die aus einer anderen Form der Empathie diesen Code of Silence nicht aufrechterhalten können. Und dann eben auch ganz toll gespielt hier von Annika Kuhl in dem Film, aber eben und deshalb auch passiert, dann da auch die Konsequenzen dafür tragen. Aber ich will nochmal, das wollte ich vorhin sagen, diese Rede am Ende von Werl, ich finde übrigens, es ist kein Film, der sozusagen ein geschlossenes Ende hat, ich bin auch der Meinung, es ist ein offenes Ende, da ist nur ein Sündenbock geopfert worden, man weiß nicht, wie das System weitergeht, aber die Rede von Werl am Ende, die alle wahrscheinlich sehr aufregen wird, da wird es sicher auch Leute geben, die dann sagen, finde ich großartig, wenn sie es gesehen haben, aber ich kann auch verstehen, woher, ohne das gut heißen zu wollen, woher quasi diese Form der kompletten Verzweiflung auch kommen kann. Weil das, was er sagt, dass Polizisten im Grunde am Ende eigentlich einer langen Kette des Versagens von Politik und globalen komplexen Situationen sind. Und dann guckt man auf den Polizisten vor Ort, der dann eben natürlich nicht in dem Ausmaß, hier ist ja wirklich jemand verbrannt und umgebracht worden, das kann ja auch der Schlagstock sein oder was anderes, dann ist man relativ schnell dabei, diesen Polizisten als schwarzes Schaf zu klassifizieren, was er ja auch ist, weil von seiner Berufsauffassung muss er das sein, darf er das nicht sein, aber es ist sehr leicht, sich sozusagen dann rauszuziehen und zu sagen, ja, da sieht man wieder, wie es funktioniert. Ich finde, die Situation ist komplexer und ich glaube auch, das hoffe ich zumindest, dass der Film es am Ende bei aller Empörung dem Zuschauer viel weniger leicht macht, auf die Einzelnen zu zeigen, die und die und die und alle anderen sind gut. So, ja. Also Sie meinen jetzt so, wir haben erleben das ja jetzt in diesen Tagen als Journalisten auch, Einwohnerversammlungen, in denen Kommunalpolitiker oft hilflos, manchmal sehr selbstbewusst, versuchen, die Bevölkerung, Teile der Bevölkerung darauf einzustimmen, dass jetzt eine Gemeinschaftsunterkunft eingerichtet werden muss, weil so und so viele kommen, so viele Wohnungen haben wir nicht mehr. Und sich der normale Bürger, der von sich behauptet, ich bin nicht links, nicht rechts, ich bin ein normaler Bürger, unbescholten, dass der dann klatscht bei Ansichten, die durchaus Pegida oder noch weiter anderswo im Spektrum angeordnet zuzurechnen sind. Ist jetzt die Frage? Sie meinen, dass das jetzt da helfen kann in diesen Tagen, übersetze ich jetzt mal, da wir diese großen Flüchtlingsströme haben, so sich selbst zu überprüfen, wiederzufinden, wo stehe ich, wo ist mein Rassismus vielleicht angesiedelt? Ja, also ich glaube, ich würde den Film jetzt nicht überfordern wollen, also sozusagen Schaubühne der moralischen Anstalt, dass uns jetzt gezeigt wird, wie es richtig ist oder wie es falsch ist. Also in der Regel, denke ich, sollten wir das wissen. Und ich glaube auch nicht, ich will jetzt, erstmal haben wir einen Film gemacht, der die Leute hoffentlich auffühlt, der sie emotional auffühlt, der sie mit Situationen konfrontiert, die sie an sich ranlassen oder die sie versuchen
schieben. Also ich glaube jetzt auch, dass der sozusagen ein didaktischer Ansatz dieses Films mir gar nicht irgendwie als erstes in den Sinn gekommen ist, sondern dass ich erstmal Menschen in Widersprüchen zeigen will. Menschen können sich so oder so verhalten und da möchte ich von vornherein verhindern, dass es uns leicht fällt, quasi diese Menschen in bestimmte Kategorien einzuordnen. Das fällt mir auch bei den Polizisten schwer so, ja. Bei all den schrecklichen Dingen, die auch vertreten und Werner natürlich besonders explizit am Ende. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass der Film am Ende dazu führt, dass jetzt in diesen Ortschaften vor Ort, wo einfach jetzt Situationen entstehen, in denen Leute überfordert sind, dass die jetzt am nächsten Morgen jetzt alle irgendwie mit Präsentkörben zur nächsten Sporthalle laufen. So, ja? Mhm. Das ist ja absurd. So, ja? Mhm. Aber allein schon, dass man sich selber mit der Frage konfrontiert, gibt es da Aussagen, die sind eigentlich meine Aussagen, bin ich Rassist oder nicht? Und wenn Sie mich fragen würden, sind Sie ein guter Mensch, würde ich sagen, ja. Und gibt es Momente von Rassismus in Ihnen, würde ich sagen, also ja. wenn ich ganz ehrlich bin und jetzt hier nicht so eine populistische Sache erzähle, wenn ich ganz tief in mir forsche, sind die sicher vorhanden. Mhm. Guten Tag, mein Name ist Michael Berghäuser, ich bin kein Dessauer, wohne aber hier mit Familie seit 1981 und sehr gerne. Ich möchte über etwas reden, worüber wir heute überhaupt noch nicht gesprochen haben, und zwar die Rolle des Arztes. Ich fand, in diesem Film ist die Rolle dieses Arztes an der Wahrheit sehr nah dran. Ich erinnere bloß daran, es muss ein Fremder des Reviers um Erste Hilfe bitten. Der Arzt macht da keine Anstalten, aber er entscheidet wieder aus meiner Sicht über Leben und Tod, dass er sagt, er ist taffähig. Und so ist auch bei Oriallo gewesen, er hätte ins Klinikum gemusst und nicht in diese Zelle. Und hier, einer hat es ja schon mal gesagt, die Medizin, Männer und Frauen, die wissen, wie fixiert wird. Also nicht mit Metall, sondern da gibt es, und das ist auch ein weiteres Versagen aus meiner Sicht, nicht nur der Polizei, sondern auch dieses Amtsarztes. Wir kennen ja alle auch die Beispiele, dass in Bremen dort jemand Brechmittel, und das hat auch ein Arzt ihm vermittelt, der daran gestorben ist. Es wäre für mich mal interessant, wenn im Podium auch ein Arzt sitzen würde und das mal so benennen würde. Gut, nun wird wahrscheinlich... Nee, anders. Was wünschen Sie sich eigentlich jetzt für diesen Tatort? Was wünsche? Ja, also ich meine, es wird ja nicht jeder Tatort mit Podiumsdiskussionen garniert werden. Ja, das ist ja schon erstaunlich so. Also, ja. Haben Sie sich gewundert, dass das so ein Echo schon vorab erzeugt? Erhofft, sagen wir so. Also ja, natürlich. Also weil das ist einfach der schon von der Sujetwahl und dem Vorschlag von Christian Granrath war klar, dass wir eben nicht irgendwie wieder zwei Clowns da durch die Gegend schicken lassen, die dann Alibis abfragen und am Ende wird dann irgendwie die Schwester vom Chefarzt irgendwie verhaftet. So. Mhm. Ich habe vorhin ein Interview für die Tagesthemen gegeben, ich weiß nicht, ob das sendefähig war, das weiß ich nicht genau, aber die letzte Frage war, welche Quote denken Sie denn, wird der Tatort haben? So, ja? Das ist eigentlich eine ganz schreckliche Frage. Weil, aber sie liegt ja durchaus nahe. Also, weil das die Frage ist, die sich das öffentlich-rechtliche Fernsehen eigentlich jeden Tag stellt so, und mit all den Konsequenzen, die fürchterlich sind. So, ja. Weil das hat großen Einfluss auf die Stoffe, die gewählt werden, auf die Schauspieler und so. In dem Fall sage ich natürlich, ich möchte, dass das eine sehr hohe Quote hat am Sonntag, obwohl aus Gründen einer sehr klugen Programmierung wir gegen ein Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft laufen. Aber ich hoffe, dass die Leute jetzt auch nicht so satt jetzt quasi sind von dem Overkill dieser Bilder, die jetzt natürlich auf uns einkommen und sagen, hätten wir doch lieber einen schönen Munsteraner Tatort gehabt, da fühlen wir uns wohl, ohne jetzt die Kollegen hier diskreditieren zu wollen. Aber meine Hoffnung ist, dass der Tatort seiner Verantwortung gerecht wird, was er nicht immer, finde ich, tut. Und ich finde auch die Bandbreite in Ordnung für den Tatort, nämlich der ist das einzige Lagerfeuer, wie heutzutage so schön gesagt wird, in Deutschland, der einzige Sendeplatz in Deutschland, wo noch eine relativ heterogene Menge an Publikum sich das ansieht und nicht nur sehr ältere. So, ja. Und ich hoffe quasi,
dass dieser Tatort nicht nur dem Sujet gerecht geworden ist, sondern dass er auch beweist, dass man auf diesem Sendeplatz Dinge machen kann, mit denen sich dann sehr, sehr viele Leute auseinandersetzen. So. Hallo, ich bin auch von der Initiative in Gedenken an Uri Jalloh, ich komme aus Berlin. Ich finde es ein bisschen kritisch, von Aufarbeitung zu sprechen, wenn der Fall noch gar nicht aufgeklärt ist. Und entgegen Ihrer Meinung sehe ich die Fakten in diesem Fall. Und diese Fakten sieht auch die Staatsanwaltschaft. Ich finde es auch kritisch, dass hier von verhärteten Fronten gesprochen wird, weil wir arbeiten mit den Fakten, die in den Gerichten herausgekommen sind, die Nebenklagevertretung, die Anwälte der Familie vorgetragen haben, die endlos Beweisanträge gestellt haben und wir letztlich herausgefunden haben, dass dieses Feuerzeug, das uns präsentiert wurde, was 3 Tage nachträglich in den Asservaten auftauchte, dass dieses Feuerzeug niemals in der Zelle gewesen ist, dass Uri Jalloh keine Kohlenmonoxidwerte hatte, also der Kohlenmonoxidwert war 0. Wenn man sich mit Brandleichen auskennt und Bränden, dann weiß man, dass ein Kohlenmonoxidwert von 0 bedeutet, dass der Tod so schnellstmöglich eingetreten ist durch einen Flashfire und dieses erreicht man nur mit Brandbeschleunigern. Es gibt den Noradrenalinwert, fälschlicherweise im Tatort ist der Noradrenalinwert sehr, sehr hoch. In Wirklichkeit ist der Noradrenalinwert im Urin, der entsteht, wenn Menschen aufgeregt sind, in jedem Menschen innerhalb von Sekunden nachweisbar. Uri Jalloh war nicht aufgeregt, er hatte kein Noradrenalin im Blut. Das heißt, er war entweder bewusstlos oder tot. Die Initiative in Gedenken an Uri Jalloh kämpft für die Aufklärung, nicht nur auf der Straße, sondern auch in Gerichten und vor allem mit den Akten und mit den Fakten. Wir haben ein Brandgutachten 2013 in Auftrag gegeben in Irland, weil das in Deutschland nicht möglich war, weil deutsche Brandsachverständige nicht wollten oder nicht in die Öffentlichkeit treten wollten und gegen die Kollegen sozusagen argumentieren, wobei auch die Brandsachverständigen, die dann vor Gericht gesprochen haben, der Herr Steinbach vom Institut der Feuerwehr, ganz klar gesagt hat, es wären ungleich mehr Versuche nötig gewesen, um festzustellen, was da eigentlich passiert ist. Aber diese Abbrandversuche wurden weder von der Staatsanwaltschaft noch von dem Landgericht Dessau noch vom Landgericht Magdeburg zugelassen. Deswegen musste die Initiative deutschlandweit Spenden sammeln. Das hat ein Jahr lang gedauert. Wir haben einen Gutachter in Irland gefunden, der diese Abbrandversuche tätigt. Und wir haben dabei herausgefunden, dass es physikalisch und wissenschaftlich betrachtet einfach unmöglich ist, mit einem Feuerzeug einen derartigen Vollbrand des Menschen und der Matratze zu verursachen. Mit diesem Gutachten sind wir dann in die Presse getreten 2013. Der Staatsanwalt Volker Bittmann war auch dort. Er war schockiert, das kann man sich gerne im Internet angucken. Er hat dort in die Kameras gestammelt, hat 5-mal gemeint, er sieht jetzt Aufklärungsbedarf. Das ist genau 2 Jahre her. Herr Bittmann, Herr Preisner, Herr Braun, niemand hat irgendetwas aufgeklärt. Was passiert ist, ist aufgrund unserer Anzeige beim Generalbundesanwalt, und wir haben eine Anzeige beim Generalbundesanwalt gestellt, weil in Sachsen-Anhalt die Justiz diesen Fall nicht aufklärt. Und der Generalbundesanwalt hat diesen Fall nach Dessau zurückgeschickt und es läuft jetzt ein gesondertes Todesermittlungsverfahren. Das heißt, die juristische Aufarbeitung oder Aufklärung ist gar nicht abgeschlossen, aber sie wird von der Staatsanwaltschaft Dessau systematisch blockiert, dankeschön. Sie wird systematisch blockiert. Es gibt keine Fronten zwischen uns und der Staatsanwaltschaft. Wir geben dem Staatsanwalt die Fakten, die wir haben. Wir sagen, erklären Sie uns das, wie dieses Feuerzeug in der Zelle gewesen sein soll. Es ist nicht möglich. An diesem Feuerzeug sind eine Unmenge anderer Faserreste. Da sind Tierhaare dran. Da ist nichts von der Matratze und gar nichts. Es ist einfach nicht möglich. Das Feuerzeug war nicht in der Zelle. Es gibt auch Hinweise in diesem gesonderten Todesermittlungsverfahren auf Täter. Die Staatsanwaltschaft geht diesen Hinweisen auf die Täter nicht nach. So, von daher ist der Tatort beschreibt einen Teil des Skandals, dass nämlich Polizisten einen Menschen in eine Zelle fixieren und anzünden. Der weitaus größere und schwerwiegende Teil ist derjenige, dass die Gerichte in Sachsen-Anhalt diesen Fall nicht aufgeklärt haben und dass die Staatsanwaltschaft in Dessau alles tut, um eine Aufklärung zu verhindern. Dankeschön. Herzlichen Dank auch für diese Wortmeldung. Bitte schön. Ja, guten Abend. Mein Name ist Markus Geiger. Ich wohne in Roßlau und ich beziehe mich auf die Frage von vorhin.
Und in mir kam sofort der Gedanke auf die Frage, solange in Roßlau 250 Menschen auflaufen, von denen ganz viele sagen, ich bin kein Nazi, aber um gegen eine Übergangswohneinrichtung für Flüchtlinge zu demonstrieren, finde ich, dass sowas leider in Deutschland jederzeit wieder passieren kann. Und das Einzige, was mich wirklich beruhigt, wir standen gestern Abend auf der anderen Seite der Waldstraße, um das ehemalige Altersheim zu schützen. Und solange wir noch mehr sind als die andere Seite, habe ich Hoffnung. Aber Ihre Frage möchte ich ganz klar mit Ja beantworten. Leider. Ich möchte niemanden übersehen. Aha, gut, Sie. Ja, nach der Betroffenheit meine ich, sollte man vor allem, also ich danke dem Team von Tatort, dass dieses Thema aufgegriffen wird, weil Tatort ist und bleibt Unterhaltung und es ist ein Großteil Fantasie da drin, aber das Thema ist aufgegriffen und ich denke, es geht hier um mehr als nur Rassismus, sondern es geht vor allem darum, dass wir einen Rechtsstaat zu verteidigen und wieder zu erringen haben, der solche Dinge aufklärt, denn wir sehen ja, dass es sehr schwierig wird, wenn geblockt wird. Es kann aber nicht sein, dass wenige Gruppen dadurch, dass sie sich zusammenrotten, diesen Rechtsstaat außer Kraft setzen. Und diese Gruppen sitzen auch noch in den Institutionen, die unseren Rechtsstaat und die Bürger schützen sollen. Und das ist der eigentliche Skandal, der uns gleichsetzt mit den Staaten, die wir zu Recht kritisiert haben, wie die Türkei oder China, bei denen das Standard ist. Bei uns würde ich nicht sagen, es ist Standard, aber es ist passiert und es kann jederzeit wieder passieren, wenn nicht Initiativen diese Aufklärung vorantreiben. Und da möchte ich vor allem Muqtaba danken, dass er als jemand, der nicht etabliert ist, den Mut und die Energie hat, das jahrelang immer weiter zu unterstützen. Und ich würde mich freuen, wenn spontan vielleicht einfach am Ende hier einfach für diese Initiative etwas Geld eingesammelt werden könnte und damit diese Aufklärungsarbeit weitergehen kann, damit wir nicht nur für Flüchtlinge und Ausländer, sondern für die Bürger dieser Stadt, dieses Staates einen Rechtsstaat wiederherstellen können, der nicht mehr funktioniert. Was halten Sie denn davon, wenn Sie alle am Sonntagabend, wobei Sie können ja Fußball gucken, wenn Sie es so vielen Menschen wie möglich weitererzählen, was Sie heute Abend bewegt hat, dann wird es eine gute Quote und dann haben recht viele Menschen die Chance, keine Schublade zu öffnen, sondern mal selbst zu gucken, was diese Geschichte mit uns selbst zu tun hat. Bitte schön, ja? Ganz aktuell, am 27. Oktober wird die Initiative in Gedenken an Ori Jallow neue Gutachten vorstellen. Wir haben Gutachter beauftragt in London und Kanada, einen Toxikologen, einen forensischen Mediziner und zwei Brandsachverständige. Die werden in Berlin auf einer Pressekonferenz zu den bisherigen Gutachten ihre Analysen geben und neue Erkenntnisse bringen. Und wir hoffen, dass wir damit den Druck weiter erhöhen, dass Menschen verstehen, dass da etwas nicht nur in Kreise der Polizei vertuscht wird, sondern auch von der Justiz. Dankeschön. 27. Oktober in Berlin. Danke. Die Initiative in Gedenken an Ori Jallow macht eine sehr umtriebige Pressearbeit und ich bin mir sicher, dass die Öffentlichkeit großes Interesse daran hat, an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Ja, in diesem Sinne sage ich es nochmal, sagen Sie es weiter. Kann nicht schaden, wenn, okay, wenn ich jetzt sage, ich tue noch meine Pflicht, wie lange haben wir den Raum? Bitte schön, natürlich. Ich bin jetzt nicht so ein Experte in der ganzen Angelegenheit, einfach ganz allgemein vielleicht die Frage in den Raum gestellt, jetzt auch besonders hier an Sie.
Nur für mich jetzt ganz persönlich, weil das ist jetzt nicht so rausgekommen, Ihrer Meinung nach, welches Interesse, auch vielleicht an Sie, könnte denn die Staatsanwaltschaft des Herr Rossler daran haben, die Ermittlung jetzt zu verhindern? Dass die Polizei Interesse daran hat, das erscheint mir logisch, aber warum jetzt die Staatsanwaltschaft sich dessen verweigert? Ich glaube, wenn wir jetzt darüber spekulieren, welches Interesse die Staatsanwaltschaft daran haben könnte, übersteigt es, glaube ich, erstens das, was wir für mögen und auch die Zeit, die wir noch haben. Los. Ja. Also das einfachste Interesse, was so eine Anwaltschaft hat, das sieht man auch beim Generalbundesanwalt, wenn er gegen die USA ermitteln soll, wegen irgendwelcher Spionagevorwürfe oder gegen andere Regierungsteilnehmer, Politiker oder große Leute, dann wird das in aller Regel nicht gemacht, weil das nämlich dem Ansehen der Bundesrepublik Deutschland schadet, wenn das rauskommt. Und das möchte die Staatsanwaltschaft steht zwar nicht in der Verfassung drin, dass sie das soll, da steht drin, dass alle gleich zu sein haben, aber es ist eine Staatsräson, an die sich alle halten, Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht. Also an dieser Stelle möchte ich jetzt wirklich nichts reden, nichts besprechen, wozu wir nicht imstande sind und vor allem nicht zielführend und heute Abend schon gar nicht. Erzählen Sie es weiter, dass ich diesen Tatort gut finde. Und ich finde es gut, dass es ein solches Drehbuch dafür hat, einen solchen Regisseur dafür hat, einen Abteilungsleiter, der den Mut hat, diesen Stoff dann auch in die Tatortreihe hineinzubringen und eine Firma, die den produziert und Darsteller wie Sie und Leute, die heute mit uns diskutieren und eine Initiative in Gedenken an Uri Jalloh, die das Gedenken an Uri Jalloh fortleben lässt und sich weiter engagiert, damit Aufklärung erfolgen kann. Ich hoffe, morgen scheint die Sonne in Dessau-Roßlau, falls Sie über Nacht bleiben, denn Dessau... Müssen wir. Es ist schön in Dessau-Roßlau. Ich kenne Dessau. Kommen Sie gut nach Hause, ich wünsche Ihnen gute Nacht.